Mit KI sind wir schon seit 3 Jahren, glaube ich, ganz gut unterwegs. Wir haben einige tolle Business Cases auf den Weg gebracht. Mit Generative AI hingegen ist es etwas anders. Das ist ein aktuelles Thema und dementsprechend haben wir da erste Schritte angedacht, erste Schritte auch gemeinsam mit Partnern, mit Lieferanten und Beratern gesetzt. Aber da sind wir im Anfangsstadium und da sehen wir natürlich nochmals, würde ich fast sagen, mehr Potenzial als bei der klassischen KI-Lösung, weil es einfach in der Anwendung selbst breiter ist und da einfach noch mehr Möglichkeiten bietet, in kurzer Zeit mit wenig Ressourcen in die Breite zu gehen und wirklich Veränderungen auch herbeizuführen.